Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier und heute mit Markus und Lennart. Wir reden über B2B. Und Lennart, ich freue mich, dass du dabei bist. Auch wenn wir gerade noch einen kleinen technischen Huddel hatten, aber du hast verdammt spannende Insights rund um den B2B-Markt mitgebracht und wie steht ja im Intro-Slide, wie etablierte Unternehmen dafür sorgen können, ihr Geschäftsmodell mal ein bisschen abzustauben und nach vorne zu schauen. Und jetzt versuche ich auch ruhig zu sein und übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Markus. Ich weiß gar nicht, welchen technischen Huddel du meinst. War ja alles gut. Just in time eingewählt hier. Ja, schön, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Ich hatte ja erst dem Markus und der Jasmin von FactFinder vorgeschlagen, ich erzähle einfach eine Stunde lang, wie großartig FactFinder ist. Dann meinten die beiden aber, dass ich es irgendwie ein bisschen falsch verstanden hätte, wie quasi so ein Webinar aussieht. Also habe ich mir doch die Mühe gemacht, um mal so ein bisschen aus meiner Sicht zu erzählen, was ich die letzten 10 plus x Jahre so erlebt habe und erfahren habe und welches Modell ich mir da zurechtgelegt habe, um irgendwie zu sagen, was muss man eigentlich tun, um digital relevant zu bleiben als etabliertes Unternehmen. Als neues Unternehmen hat man es ja ein bisschen leichter, weil da startet man meistens schon digital, wenn man nicht irgendwie 30 Jahre lang eingefroren war und gedanklich in den 80ern aufwacht. Oder in den 90ern wäre das ja mittlerweile schon. Die Zeit vergeht so schnell, ich werde alt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir springen rein. Ich darf die nächste Dreiviertelstunde ein bisschen was erzählen. Wie bleiben etablierte B2B-Unternehmen digital relevant? Wer bin ich denn, dass ich mir überhaupt erlauben kann, hier drüber zu sprechen? Ich bin der Lennart, ich bin 33. Ich habe die letzten 10 Jahre und ein paar zerquetschte schon im B2B Digital Commerce gearbeitet, in verschiedenen Positionen, war bei Wirt, in der Wirt-Gruppe in verschiedenen Positionen unterwegs, immer so an der Schnittstelle zu digitaler Handel, digitaler Außendienst etc. Habe dann nebenher immer noch fleißig studiert, verschiedene Unternehmen dann später beraten, noch in der Digitalberatung und habe eigentlich zwei Sachen gemacht, die mich so hauptsächlich befähigen, auch heute hier zu sein. Das eine ist, ich habe vor 2 Jahren mit einem Geschäftspartner eine Last-Mile-Logistik-Plattform gegründet in der Bauindustrie, wo wir also quasi auch versuchen, was dazu beizutragen, dass etablierte Unternehmen digital relevant bleiben können. Was wir quasi machen in a nutshell ist, auch wenn ich die Vergleiche nicht so gerne nehmen, aber hier nehme ich den einfach mal, um nicht so viel Zeit darauf zu verbrauchen, so Uber für Baustellenlogistik. Also wenn du eine Kartusche Silikon hast, die innerhalb von 2 Stunden auf irgendeine Baustelle muss, dann kriegst du das mit uns genauso hin, wie wenn du 20 Tonnen Fliesen hast, die irgendwie next day auf die Baustelle geliefert werden müssen. Wir haben sozusagen vom Lastenrad bis zum Dreiachser mit Kran alle möglichen Fahrzeuge und sind deutschlandweit mittlerweile aktiv. Wen das interessiert, bexapp.de. Da kann man sich näher informieren oder mich einfach nach dem Webinar hier gern drauf ansprechen, was wir da tun. Eine andere Sache, die ich seit 5 Jahren mache, ist warenausgang.com, meine Spielzeugeisen in meinem Keller, sage ich da immer liebevoll dazu. Da geht es einfach darum, dass ich irgendwann mal angefangen habe, meine Erkenntnisse, Analysen, wirren Gedanken und kruden Thesen zu B2B Digital Commerce aufzuschreiben ab und zu. Das ist natürlich seit der Firmengründung mit Dex ein bisschen eingeschlafen. Ich versuche da jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun. Habe mir mittlerweile auch kompetente Hilfe geholt durch den Daniel Nill, der als mein mittlerweile Co-Herausgeber und Co-Autor da auch immer ein paar ganz schlaue Sachen von sich gibt und wer sich mal berufen fühlt, da einen Gastartikel zu verfassen. Ich nehme aber nur Leute aus der Praxis, ja, also keine Dienstleister, tut mir leid an der Stelle, der kann sich gern auch bei LinkedIn mal bei mir melden. Also, wir haben noch ein Special eingebaut, der Markus muss verrückt sein, denn er gibt hier eine FactFinder-Tasse und eine FactFinder-T-Shirt raus. Ich schmeiß noch eine Stunde Deep Dive per Videokonferenz oder gerne auch fort in Stuttgart mit rein zu irgendwelchen B2B Digital Commerce Themen. Und zwar an alle, die nachher in der letzten Viertelstunde ein paar Fragen stellen.
Da schauen wir einfach, dass wir dann irgendwie die Kontaktdaten bekommen, am besten irgendwie die E-Mail-Adresse, und unter denen verlosen wir dann ein kleines Paket. Also Fragen lohnt sich, und aufmerksam zuhören und später dann schlaue Fragen stellen lohnt sich auf jeden Fall. Sonst muss der Markus... Kurzer Einwurf zum Goodie-Package. Wir haben eine Runde im Keller gekramt. Wir schaffen es sogar, 2 Goodie-Packages zu packen. Also es kriegt nicht nur einer eine Factfinder-Tasse und ein Shirt und Überraschungsinhalt, sondern es werden 2 Packages von unserer Seite, aber eine Stunde länger. Na, dann schmeiße ich auch noch eine Stunde mit rein. Ja, also so viel Zeit muss dann sein. Ja, wenn ihr euch schon so weit aus dem Fenster lehnt und du dich extra durch den Keller gegraben hast und die Jasmin, dann schmeiße ich auch noch eine Stunde mit rein. Dann machen wir das so, ja. Wir müssen verrückt sein, okay. Markus. Sehr gut. Unglaublich. Und dann packe ich dir dann die Makrele mit drauf. So, digitale Relevanz, die fängt da irgendwo an. Und ganz oft fängt auch im B2B die Diskussion an, so mit, ja, digitale Disruption, ja, der digitale Tsunami. Also wenn ich so meine LinkedIn-Timeline, mein LinkedIn-Feed so durchgehe, dann gibt es halt ganz oft oft dann doch auch durch Menschen und Institutionen, die irgendwas dazu verkaufen wollen natürlich, also sagen, niemand ist mehr sicher vor Disruption im B2B. Die Frage, die ich mir in den letzten paar Jahren immer stärker gestellt habe, ist eigentlich so Disruption und digitaler Tsunami, ist das alles eigentlich im B2B, weil man muss ja fairerweise sagen, so richtig disruptiert und so richtig auf links gezogen, so jetzt wie zum Beispiel die Modebranche, der Modehandel durch Zalando oder der Einzelhandel durch Amazon, kann man jetzt ja im B2B eigentlich so noch nicht sagen. Aber lasst uns erstmal anschauen, was ist eigentlich Disruption? Weil dieser Begriff, der wird sehr inflationär verwendet. Mir ist da immer wichtig zu betonen, der kommt von Clayton Christensen, der leider vergangenes Jahr oder 2019, das weiß ich leider nicht genau, verstorben ist, ehemaliger Harvard-Professor, in seinem sehr berühmten Buch The Innovator's Dilemma, sehr lesenswert. Auf jeden Fall sagt er, es gibt also verschiedene Arten von Innovationen, und Disruption ist quasi die Art von Innovation, wo am meisten Wertschöpfung aus Kundensicht passiert und die das größte Wachstumspotenzial hat, wo es einfach immer darum geht, komplizierte, teure Produkte, die sozusagen für komplizierte, komplexe Märkte gebaut sind, die werden einfach sozusagen von unten her ersetzt durch einfache, billigere Produkte. Ja? Das ist quasi Disruption. Also immer, wenn irgendwas sozusagen etwas Ausoptimiertes, anscheinend Ausoptimiertes, dann irgendwie sozusagen durch eine einfachere Lösung irgendwie ersetzt wird, die sozusagen die ganze Komplexität reduziert etc. Und natürlich ist sozusagen Digitalisierung ein Treiber der Disruption, ob das im B2B wirklich immer so ist, kann man mal nachdenken. Jetzt wird hier nicht jeder im Publikum aus der Bauindustrie sein, aber da B2B ja keine Industrie ist, sondern sagen ein Marktsegment, das aus ganz vielen Branchen und Subbranchen besteht, habe ich mir mal eins rausgegriffen, mit dem ich mich jetzt eben die letzten 2-3 Jahre sehr intensiv beschäftigt habe, nämlich die Bauindustrie. Und die Bauindustrie, die hat seit Jahrzehnten ein extremes Produktivitätsproblem. Da sieht man, die Produktivität in der deutschen Baubranche wächst im Schnitt pro Jahr um 0,26%, während die durchschnittliche Produktivität in der Gesamtwirtschaft, also Automotive, Healthcare, was auch immer zusammengerechnet, 1,32% beträgt. Das heißt, die hinkt massiv hinterher im Produktivitätszuwachs. Und je nachdem, wie man das rechnet, könnte man sogar sagen, die verliert auch ein bisschen an Produktivität von Jahr zu Jahr. Aber eigentlich, ne, könnte man sagen, die Bauindustrie ist doch eine der letzten wirklich großen globalen Branchen, die halt noch nicht durch Software irgendwie disruptiert wurde. Und ist auch egal, ob man dann quasi Zulieferer ist oder Bauunternehmen. Ja, die Baubranche, die scheint auf jeden Fall überreif für digitale Innovation. Und die Frage, die sich dann aber stellt, ist, geht diese Disruption, geht das überhaupt am Bau? Denn die Komplexität, die ist schon nochmal ein bisschen größer als jetzt zum Beispiel im Modehandel. Denn es gibt im Baubereich verschiedene Faktoren, es gibt unterschiedliche Baustellenarten,
Ja, also Neubau und Sanierung sind in vielen Punkten einfach sehr unterschiedlich. Infrastrukturprojekte, also Straßenbau zum Beispiel, ist halt was anderes, als jetzt eine Wohnung zu sanieren. Es gibt unterschiedliche Bauphasen, es gibt ganz viele verschiedene Gewerke, es gibt verschiedene Wertschöpfungsstufen in so einem Bauprojekt, es gibt verschiedene Materialarten, es gibt verschiedene Stakeholder, ja, es gibt den, der es finanziert, es gibt den, der es baut, es gibt einen Architekten, es gibt einen Bauleiter, lalalala. Also es ist schon sehr, 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 sehr komplex. Und an dieser Komplexität sind auch schon Unternehmen gescheitert, die man in der Venture Capital Welt oder in der Investorenwelt vielleicht als große Wetten bezeichnen würde. Wie zum Beispiel Katerra, die 2015 und 2016 gegründet worden sind. Ein Unternehmen, das sich quasi darauf fokussiert hat, Bau zu industrialisieren. Also sprich, sehr viel im Werk vorzufertigen und dann auf der Baustelle einfach nur noch zusammenzubauen. Und Katerra hat schon circa 2 Milliarden Euro Funding verbraucht gehabt in den Jahren, hat ja auch mal mittlerweile über 10.000 Mitarbeiter, wie gesagt, 2016 gegründet und hat dann ja Anfang diesen Jahres Insolvenz angemeldet, nachdem nochmal die Softbank, großer Venture Capital Investor, dann nochmal 200 Millionen Euro reingepumpt hat und das Unternehmen wird einfach mittlerweile abgewickelt. Also diese große Idee, Bau zu industrialisieren, ja, und das sozusagen diese komplexe Bauwertschöpfung in so einen einfachen industrialisierten Prozess zu packen, die Idee war sicherlich nicht schlecht, aber es scheitert dann halt doch an der Umsetzung selbst, wenn man sehr viel schlaue Leute dazu hat und sehr viel Geld drauf wirft. Also was kann man daraus ableiten aus Katerra, jetzt nicht nur für die Baubranche, sondern generell für das ganze Thema B2B und so digitale Wertschöpfung? Im Endeffekt ist halt so eine große Idee zu haben, das ist halt sehr einfach. Ja? Also sagen wir revolutionieren jetzt die Baubranche. Ja, digitale Disruption in der Baubranche und wir sind da die Speerspitze davon. So, und sowas zu sagen und sowas Investoren zu verkaufen und sozusagen darauf Konstrukte zu bauen, das ist relativ einfach, würde ich behaupten, was wirklich sehr schwierig ist. Und das ist aber genau das, was eigentlich gerade passiert. Dass in so einem komplexen Gebilde wie in der Bauindustrie mit diesen verschiedenen Wertschöpfungsstufen einfach sagen sich verschiedene Wertschöpfungsströme mittlerweile sagen voneinander abtrennen und sagen filettiert werden und sozusagen diese zu filettieren und eben sagen innerhalb eines Wertschöpfungsstroms, also zum Beispiel Prefabrication, ja, also die Vorfertigung, das irgendwie exzellent umzusetzen. Allein mal diesen kleinen Teil von dieser ganzen Wertschöpfungskette, wir machen jetzt nur noch Häuser aus dem 3D-Drucker, so in a nutshell, das ist halt extrem hart. Und deshalb ist die Frage, wenn das jetzt so ist, ja, gibt es dann eigentlich keine Disruption im Baubereich? Ist dann generell, wenn man jetzt mal wieder das Feld größer aufspannt und sagen, versucht mit seinem Transferwissen aus seiner eigenen B2B-Branche zu sagen, im Maschinenbau, im Automotive-Bereich, im technischen Handel, wie auch immer, da ist es ja auch so, das ist super komplex und eigentlich, ne, also ist dann alles cool bei uns und da würde ich halt sagen so, ja, weiß nicht, weil es gibt natürlich auch noch die andere Seite der Medaille und die zeigt eben schon seit einigen Jahren, dass zum Beispiel Digi-Kanäle die Customer Journey dominieren. Da gibt es nicht so viele Daten drüber, aber die Daten, die es gibt, die sind relativ eindrücklich, wie jetzt zum Beispiel hier von dem Dr. Kai Hudetz und seinem Team vom ECC Köln und den ganzen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort 2018 mal zusammengestellt. Eine Frage, welche Kanäle nutzen Sie bei der Beschaffung von C-Teilen oder MRO-Artikeln regelmäßig zur Informationssuche für die Beschaffung in den Nachkauf was? Also sehr einfach mal diesen Kaufprozess dargestellt in drei Bereichen, Information, Beschaffung, After Sales. Und dort sieht man eben, dass dieses Internet schon in der Informationssuche und in der Beschaffung dominiert. Und das ist immer eine Befragung, die mit, ich glaube, so 500 Unternehmen durchgeführt wurde. Also es ist jetzt nicht wir haben unsere drei Lieblingskunden gefragt, sondern das ist schon ein bisschen ausführlicher. Und man sieht eben, dass, und das ist jetzt, wie gesagt, 3 Jahre her. Ich glaube, das hat sich jetzt durch Corona sicherlich auch nochmal ein bisschen gedreht, gerade in diesem Beschaffungsbereich, aber wahrscheinlich auch in diesem Informationssuchebereich, dass eben die digitalen Kanäle schon die Customer Journey dominieren und eben diese Marktdynamik dann beim Kunden entsteht. Also sprich, vielleicht wäre Katerra auch gut beraten gewesen, sich mal zu überlegen, was möchte eigentlich so ein Homeowner haben?
und nicht, wie können wir diesen Prozess irgendwie digital disrupten. Das klingt jetzt alles sehr vom hohen Ross runter von mir, ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber man sieht halt immer wieder, Marktdynamik entsteht bei den Kunden. Und was natürlich noch passiert, und das erleben wir im B2B auch immer mehr und gefühlt in jedem Monat entsteht irgendwo eine neue B2B-Plattform mittlerweile, dass sich eben die B2B-Ökonomie und in allen Branchen letztendlich schon in der Plattformökonomie befindet. Das heißt, dass diese Vielzahl an Kundenbeziehungen aus der alten Welt, ja, oder wie es heute sicherlich auch noch eher gang und gäbe ist, dass das eben konsolidiert wird in so eine Plattformlogik und dass eben die Plattform auch im B2B immer stärker den Kundenzugang besitzt, dort Lieferanten konsolidiert werden, die Transparenz und die Vergleichbarkeit steigt, was ja auch für gerade viele B2B-Handelsgeschäftsmodelle eigentlich so der Nemesis ist, ja, also sobald Preise transparent werden und Leistungen, Verfügbarkeiten etc. besser vergleichbar werden, dann haben viele schon, merken schon, dass sie keine USPs mehr haben. Und auf Kundenseite steigt auch irgendwie dieses Prozessbewusstsein oder dieses Prozesskostenbewusstsein. Amazon Business macht es immer ganz clever, die veröffentlichen ab und zu mal Studien, die sie irgendwie machen mit Oliver Wyman oder sonstigen Instituten. Und da geht dann immer daraus hervor, was ist der Haupttreiber irgendwie einer Einkaufsstrategie? Kostensenkung, ja. Und das ist halt im B2B. Einkäufer werden immer versuchen, günstiger einzukaufen, ja, im besten Preis-Leistungs-Verhältnis einzukaufen, aber schon auch immer irgendwie doch zum günstigsten Preis. Und so werden eben Plattformen, weil sie da ganz viele Vorteile bieten, die eben auf diese Kundenbedürfnisse einzahlen, zum neuen Aggregator. So, was können wir daraus jetzt aber erstmal ableiten? Grundsätzlich, glaube ich, ist die Situation einfach mal, wie sie ist. Ja, in vielen Stellen wird einfach das Kerngeschäft, zum Beispiel der Handel oder die Produktion, wird irgendwie digital angegriffen. Es entstehen auch durch Digitalisierung einfach neue potenzielle Geschäftsfelder und ein großer Unterschied der Situation zu der Situation vor 10, 20, 30, 40 Jahren, wo es natürlich auch immer Wandel im Handel gab, ist, dass eben diese ganzen Angriffe und diese neuen Geschäftsfelder und alles, was sozusagen irgendwie an Chancen und Risiken hinzukommt, das wächst jetzt halt exponentiell. Ja? Also es wächst jetzt halt viel schneller, es gibt viel mehr, das entwickelt sich viel schneller, als es eben in einer analogen Welt der Fall war. Und eben die Herausforderung besteht darin, dass sagen das Kerngeschäft erodiert, indem einfach sich sagen die Kunden von analogen zu digitalen Kanälen bewegen und ich quasi dann auch in diesen digitalen Kanälen erstmal verfügbar sein muss, um überhaupt mein Kerngeschäft irgendwie sagen transformieren zu können. So dass natürlich auch immer stärkerer Wettbewerb wirkt. Also es, ne, sagen vor 30, 40 Jahren oder auch vor 20 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren war es ja so, dass Unternehmen, zum Beispiel ne, ein technischer Händler oder ein Baustoffhändler oder wie auch immer sagen konnte, ich kenne meinen Wettbewerb, weil das sind alle Unternehmen hier im Umkreis von 150 Kilometer, die die gleichen Sachen verkaufen wie ich. Heute weiß ich ja zum Teil gar nicht mehr, wer mein Wettbewerb ist. Also ich habe ja quasi Wettbewerb, von dem ich eigentlich heute gar nichts weiß, weil mein Wettbewerb zum Beispiel nicht mehr ein anderer Händler ist, sondern irgendeine Plattform, die quasi für meinen potenziellen Kunden den Einkauf aggregiert. Ja. Die größte Herausforderung, glaube ich, für viele, und das meine ich in den letzten 10 Jahren am stärksten beobachtet zu haben, einfach, dass diese Dynamik viel höher ist als je zuvor. Dass man halt, und es reicht ja schon, dass sich Dinge jetzt in 5-Jahres-Zyklen verändern und nicht mehr in 10-Jahres-Zyklen, dass man gefühlt nicht mehr mitkommt mit der Veränderungsgeschwindigkeit. Also, was ist die Lösung, um in der aktuellen Situation mit hoher Dynamik und sagen immer mehr Angriffspunkten auf das etablierte Geschäftsmodell irgendwie reagieren zu können? Man muss einfach auf unterschiedlichen Ebenen diesen Risiken, diesen Chancen begegnen, um da möglichst relevant zu bleiben. So, wie schafft man das jetzt und welchen Ansatz gibt es da jetzt dafür? Es gibt ein Modell, das nennt sich The Three Horizons of Growth, das eine sehr gute Basis ist, das stelle ich gleich vor, aber ich glaube, dass dieses Modell eben sehr gut adaptierbar ist auf The Three Horizons, also die drei Horizonte digitaler Relevanz. Die Basis dafür ist ein Buch, das nennt sich The Alchemy of Growth. Das ist quasi ein, ja, könnte man auch sagen, eine große Sammlung von Case Studies. Da haben nämlich drei ehemalige McKinsey-Berater
der Herr Bakay, der Herr Coley und der Herr White, das sind sagen amerikanisch, australisch, kanadische Partner, oder ich glaube mittlerweile ehemalige Partner von McKinsey. Die haben 3 Jahre recherchiert in verschiedenen Unternehmen, ganz tief in der Praxis, wie schaffen es eigentlich Firmen profitabel zu wachsen. Kann dieses Buch, das kann man auch natürlich bei jedem einschlägigen Buchhändler beziehen, gibt es nach wie vor, wird auch immer wieder neu aufgelegt. Kann es nur sehr ans Herz legen, ist eine tolle Lektüre. Ist weirderweise tatsächlich auch mein Lieblingsbuch. Und die Kernerkenntnis in diesem Buch ist einfach, es gibt 3 unterschiedliche Horizonte in Unternehmen, in etablierten Unternehmen, um eben Wachstum zu steuern. Aber diese 3 Horizonte, die unterscheidet eben, dass die alle unterschiedlich bewertet werden müssen, die müssen alle unterschiedlich weiterentwickeln werden und die müssen alle unterschiedlich geführt werden. Das heißt also, quasi, ich muss eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen aktiv sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt nur eins davon, weil ich brauche irgendwie die anderen Sachen auch. Da muss ich irgendwie gut kompensieren können, was die meisten eben nicht können, um eben wachsen zu können, Wachstum zu erzeugen. So. Was man daraus machen kann und was man daraus adaptieren kann, ist eben quasi dieses Modell auf das Thema digitale Relevanz zu adaptieren. Und zwar gibt es diese 2 Achsen. Es gibt diese eine Achse, die Y-Achse, das Wachstumspotenzial. Also welche dieser Horizonte birgte noch das größte Potenzial von Wachstum in sich? Und es gibt die Zeit, also die Zeit, wann was passiert, wann was relevant wird. Ja, also wirklich sozusagen, wann sozusagen die Crunch-Time startet. Und es gibt eben diesen ersten Horizont und da geht es ums Kerngeschäft. Und das Kerngeschäft ist natürlich jetzt relevant. Und im Kerngeschäft geht es mal so als grobe Stoßrichtung, um quasi dieser digitalen Transformation zu begegnen, dass man sein Kerngeschäft eben digital erweitert und digital verteidigt. So, aber das Kerngeschäft wird einfach wie schon immer, ja, auch wie schon vor der digitalen, wie vor der Digitalisierung und den Einflüssen von Digitalisierung weiter erodieren. Deshalb braucht man diesen 2. Horizont, denn es wird ja auch Dinge geben, die morgen besonders relevant sein werden. Und das sind eben in Bezug auf digitale Relevanz neue digitale Geschäftsmodelle, die man eben aufbauen muss und die sich vor allem eben durch hohes Wachstum auszeichnen. Die sich aber eben schon dadurch auch auszeichnen, dass sie Geschäftsmodelle sind. Also sprich, dass ich weiß, was sagen, welchen Return kriege ich irgendwie auf welche Leistung? Ja, also sagen, irgendwas zu tun, von dem man noch nicht weiß, wie man irgendwie jemals damit Geld verdient oder irgendetwas zu tun, mit dem man kein Geld verdient oder nur sehr indirekt Geld verdient. Das wäre also nach dieser Definition kein digitales Geschäftsmodell, sondern das wäre halt irgendwie ein, im besten Falle irgendwie ein Add-on im Kerngeschäft, aber irgendwas, wo ich vielleicht gar nicht direkt den Return on Investment irgendwie rechnen kann und somit nach dieser Definition dann vielleicht mal eher was, wo man sich überlegen sollte, sollten wir dafür nicht irgendwie Geld verlangen, sollten wir nicht mit irgendwas Geld verdienen, wenn wir schon irgendwie Energie reinstecken. Und dann gibt es diesen 3. Horizont, der ist eben erst später relevant. Und da geht es darum, dass man eben immer zusätzliche digitale Optionen sich schafft, die man denen man hohes Wachstumspotenzial zutraut und die man aber erstmal erforschen muss. Also da passieren ganz viele Dinge, von denen man heute noch gar nicht weiß, ob man damit jemals überhaupt Geld verdienen kann oder ob es dafür jemals irgendwie einen Weg gibt, es zu monetarisieren oder ob das Kunden in 2, 3, 5 Jahren überhaupt noch haben wollen. So ein Beispiel wäre da, was fällt mir da ein? Mir fällt spontan tatsächlich nur irgendwie Clubhouse ein. Ja, also als wir Anfang diesen Jahres bei Warenausgang mit Clubhouse rumexperimentiert haben, mit Warenausgang verdienen wir jetzt kein Geld, weil es tatsächlich eher nur Hobby ist, aber Clubhouse wäre sowas gewesen, wo man sagen könnte, okay, das ist so eine zusätzliche digitale Option, die man mal erforscht, wo man mal versucht, da ist irgendwie eine neue App und wie kommt die an und wie kann man die nutzen, was kann man damit machen und wie entwickelt sich das ganze Ding weiter, wo man dann aber auch relativ schnell dann sieht, dass das wieder quasi unter den Tisch fällt. Vielleicht nochmal ein Beispiel mit mehr Bezug hier zum Publikum zu machen. Das wäre für viele Unternehmen wahrscheinlich heute sowas wie Virtual Reality.
Ja, also Virtual Reality, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da kann man ganz viele verrückte Dinge mitmachen. Nur die wenigsten haben heute irgendwie bisher geschafft, mit Virtual Reality irgendwie Geld zu verdienen oder zusätzlich zu wachsen, weil viele setzen das halt heute zum Beispiel als Substitution ein für etwas Bestehendes und es ist halt keine zusätzliche digitale Option mit hohem Wachstumspotenzial, wenn ich jetzt sage, okay, du musst jetzt nicht mehr in meinen Küchenshowroom kommen, sondern ich schicke dir jetzt so eine VR-Brille nach Hause und dann kannst du dir die aufsetzen. Das ist halt sagen eher eine digitale Erweiterung und Verteidigung des Kerngeschäfts. Aber das wäre jetzt quasi kein weiteres Wachstum. Oder ein anderes Beispiel für diesen dritten Horizont wäre sowas wie Drohnenbelieferung, wo man ja heute auch noch nicht so richtig weiß, ob das Thema sich tatsächlich irgendwie durchsetzt, sondern das sind sozusagen relativ große Wetten, die da noch passieren. Also so viel vielleicht erstmal zu diesen drei Horizonten, um was es da geht. Also Kerngeschäft, neue digitale Geschäftsmodelle mit hohem Wachstum und eben zusätzliche digitale Optionen, die man erstmal erforschen muss. Wenn man jetzt mal reintaucht in diese einzelnen Horizonte, dann sieht man, dass es eben quasi im Kerngeschäft, im Horizont 1 um das Kerngeschäft geht. Was bedeutet, da findet eben der Großteil der Erträge heute statt. Da habe ich auch meine bestehenden Kunden. Da habe ich aber auch in der Regel immer eine sehr kurzfristige Perspektive. Ja, also da schaue ich mir an, wie entwickelt sich der Umsatz monatlich, quartalsweise, jährlich. Wie entwickelt sich Rohertrag, wie entwickelt sich Gewinn. Da habe ich auch sehr kurzfristige Einflussfaktoren. Aber ich habe eben eher langsames Wachstum. Ja, also da bin ich eher schon in irgendwie saturierten Märkten. Das heißt, ich wachse unterm Strich eher mit einer überschaubaren Geschwindigkeit. Wachs auch eben sehr stark nur durch Verdrängung zum Beispiel, was ja eine der härtesten Formen des Wachstums ist. Aber trotzdem, da habe ich eben die Basis für meine weiteren Initiativen, die ich so im zweiten und im dritten Horizont habe. Also sprich, da verdiene ich das Geld, das ich dann im zweiten und im dritten Horizont irgendwie da ausgeben muss, um Dinge für die Zukunft aufzubauen oder zu erforschen. Also sprich, in diesem ersten Horizont ist mal so die Stoßrichtung. Da muss man den Wettbewerb, die Position im Wettbewerb stärken, man muss eben die Potenziale, die noch verbleiben, nutzen. Und natürlich gibt es da heute für viele im Kerngeschäft auch noch so brutal viele Potenziale, dass man eher verleitet ist dazu zu sagen, wir haben noch so viel zu tun im Kerngeschäft, wir machen jetzt mal auf der zweiten und dritten Ebene nichts. Das ist aber eher immer ein bisschen kritisch, weil ich mir trotzdem dann quasi die Option für die Zukunft irgendwie gar nicht aufbaue. Aber klassischerweise gehört eben zu diesem ersten Horizont der Online-Shop, die digitale Schnittstellenanbindungen zu Systemen meiner Kunden, irgendwelche Digitalisierungsgeschichten im Außendienst, Customer Relationship Management, datenbasierte Kundenbeziehungen, digitales Marketing und alles, was eben auch damit zu tun hat, dass man bestehende Produkte, bestehende Services digitalisiert. Also sprich, nur weil ich jetzt einen Service, den ich vorher als PDF über meine Webseite als Kunde irgendwie buchen konnte, indem ich ein PDF ausdrucke, ausfülle und per Fax irgendwo hinschicke. Und nur weil ich dafür jetzt eine App habe, ist es noch kein Horizont 2 oder Horizont 3 Thema, sondern es ist halt einfach nur ein PDF, das Gott sei Dank kein PDF mehr ist, sondern halt ein Online-Formular. Aber das darf man nicht miteinander verwechseln, weil darüber ich in der Regel erstmal auch nicht dafür sorgt, dass ich irgendwie hohes Wachstum aufbauen kann. Ein anderer Fall wäre das, wenn ich sage, hey, wir haben ja eigentlich einen Service, den haben wir die letzten 20 Jahre eigentlich schlechter verkauft, als er wirklich ist. Und wir lösen diesen Service jetzt raus, weil wir im Kern an irgendeinen Service glauben, dass der super ist. Und wir machen jetzt ein eigenes Geschäftsmodell draus. Ja, das wäre natürlich nochmal ein anderes Game. Da kann ich sozusagen was aus einem ersten Horizont auch nehmen, um das irgendwie so sagen, abzutrennen und mal sagen, versuchen, eben fokussiert als eigenes Geschäftsmodell irgendwie weiterzuentwickeln, mit hohem Wachstum aufzubauen. Das wäre natürlich dann so ein Fall, wo man sagt, okay, dann migriert quasi auch was aus dem ersten in den zweiten Horizont. Das ist das, was man bei vielen Unternehmen auch in der Praxis beobachten kann. Das ist auch gut. Kritisch finde ich es immer nur dann, wenn das so die einzigen Initiativen sind und das so das Einzige ist, was einem quasi einfällt. So, der zweite Horizont ist natürlich für viele der spannendste, denn dort passiert richtig was. Ja, dort werden neue Geschäfte entwickelt, dort ist die Zukunft am greifbarsten. Trotzdem ist es aber oft so, dass man dort, gerade auch im Vergleich zum Kerngeschäft, eher mal weniger Umsatz macht, vielleicht auch eher mal Verluste macht, weil man Dinge
das eben sagen mit dieser unterschiedlichen Steuerung auf den verschiedenen Horizonten, weil man Dinge erstmal in Wachstum investieren muss und noch nicht von Anfang an irgendwie Dinge, die man tut, auf Profitabilität trimmen kann. Ja, womit ich jetzt nicht meine, dass man Online-Produkte unterm Einkaufspreis verkaufen sollte. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja. Aber dass sozusagen der Aufbau von solchen neuen Initiativen sich jetzt nicht rein dadurch tragen können muss, ja, was er erwirtschaftet. Genau, in dem Bereich erschließe ich eben aber auch neue Kunden und neue Zielgruppen. Es muss nicht ausschließlich neue Kunden, neue Zielgruppen sein. Aber das wäre zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt sage, als B2B-Fachhändler, ich gehe jetzt auch auf B2C-Kunden zu. Ja, das wäre eher so eine Horizont-2-Geschichte oder idealerweise entwickle ich sowas in diesem zweiten Horizont, weil ich es eben anders steuere. Ich habe eben eine mittelfristige Perspektive, also es geht eher nicht um eine Betrachtung Monat zu Monat, sondern vielleicht schaue ich mir erstmal an, wie entwickle ich mich überhaupt von so alle drei Monate, wie ist meine mittelfristige Perspektive. Aber was natürlich als Charakteristik gegeben sein muss, dass ich schnell wachse. Ja, also mal als Beispiel aus meiner Startup-Erfahrung, also wir bei BEX, wir wachsen so im Schnitt zwischen 20% und 30% pro Monat, 40% so im Schnitt von Quartal zu Quartal. Und das, so ein hohes Wachstum in kurzen Zeiträumen muss ich schon realisieren, dass ich irgendwie sagen kann, dass da ist wirklich schnelles Wachstum da. Wenn ich jetzt mit 5% pro Jahr irgendwie da wachse oder selbst mit 5% pro Monat, dann müsste ich mir überlegen, wächst es überhaupt schnell genug, dass es irgendwie ja die Chance hat, überhaupt ein neues Geschäft zu werden. Aber grundsätzlich die Stoßrichtung hier, ich muss eben in den Aufbau investieren von neuen Einnahmequellen, weil ich eben diese brauche, um zukünftig darüber Erträge zu generieren. Relativ einfache Logik und Dinge, die dazu gehören, wäre zum Beispiel Hersteller, die in den Direktvertrieb gehen, wäre zum Beispiel Plattformgeschäft. Also wenn ich jetzt tatsächlich mich als Plattform auch erweitere und öffne, je nachdem, wie ich das mache, kann das auch eher dem ersten Horizont dienen, dass ich mein Kerngeschäft digital erweitern und verteidige. Auch da ist dann zum Beispiel das Wachstum entscheidend. Datengetriebene Geschäfte, also dass ich quasi nicht mehr nur Produkte verkaufe oder Maschinen verkaufe, sondern auch mit meinen Maschinendaten irgendwie Geld verdiene, also mit Analysedaten, Reportings etc. Digitale Services, wie vorhin schon mit dem App-Beispiel gesagt, oder dass ich eben komplett neue Digitalprodukte entwickle. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich also quasi eben nicht nur meine bestehende Produkte, wenn ich irgendwie Hersteller bin, digitalisiere, sondern wirklich auch neue digitale Produkte an den Markt bringe. Und dann kommen wir eben zu diesem dritten Horizont. Viable Options, also lebensfähige Optionen, wo es eben tatsächlich darum geht, wie vorhin schon gesagt, sich zusätzliche Optionen zu schaffen, eben sagen, das obere Ende der Pipeline zu füllen, wo ich aber sehr stark einfach forscherisch unterwegs sein muss. Da muss ich eben damit leben, dass in der Regel erstmal vielleicht auch gar kein Umsatz passiert, sondern nur Kosten. Da kann es aber auch sein, dass ich komplett neue Märkte, komplett neue Marktsegmente erschließe. Die Perspektive dort ist eher langfristig. Also da muss ich sagen, wenn ich jetzt mir zum Beispiel überlege, was ist das Potenzial von Blockchain? Und ich mir dann überlege, ja, aber da ist ja jetzt im letzten Jahr nicht so viel passiert, deshalb wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht so viel passieren. Dann ist es halt die falsche Perspektive und die falsche Betrachtungsweise. Sehe ich gerade, dass meine AirPods hier verbunden sind. Die stelle ich mal kurz aus. Nicht, dass es hier... Markus, kannst du mir vielleicht kurz ein Zeichen geben? Hört man mich noch? Ja, einwandfrei. Okay, alles klar. Ich habe hier nur gerade... So. Die Apple-Infrastruktur ist manchmal so ein bisschen unzuverlässig in letzter Zeit. Also, Horizont 3, ne? Ich muss mich quasi damit abfinden, mich mit längeren Perspektiven zu beschäftigen. So ein Thema wie Blockchain, jetzt nur mal als Beispiel, das muss ich irgendwie auf 5, vielleicht mal auf 10 Jahre einschätzen können, beziehungsweise das kann ich ja gar nicht so lange einschätzen, das muss ich aushalten, dass ich vielleicht so lange mal mich mit so einem Thema beschäftigen muss, um dann eben im richtigen Moment, wenn es wirklich irgendwie reinkickt, da zu sein und eben nicht der zu sein, der dann sagt, oh, Blockchain, ja, müssen wir uns mal damit beschäftigen, sondern dann bin ich eben schon der Pro und kann sagen, für mein Unternehmen viel schneller einordnen, wie ich das zum Beispiel in diesen zweiten Horizont reinbekomme, um wirklich ein Geschäftsmodell draus zu machen. Oder quasi sowas wie Venture Capital ist ja auch was, da entstehen erstmal Kosten, ja, da kommt erstmal kein Umsatz raus. Für jeden Euro Venture Capital, den ich nicht irgendwie gedanklich sofort zu 100% abschreibe, habe ich irgendwie sowieso ein Problem. Also sprich, ne, sozusagen, das muss ich mir auch leisten können.
und muss aber zum Beispiel in so einem Venture Capital Zeitraum, wenn man sich jetzt so einen Venture Capital Fonds anschaut, dann legen die ja in der Regel so Frühphasenfonds mal mindestens mit 5, eher mit 8, manchmal sogar mit 10 Jahren sagen, investieren die ja in Firmen. Das heißt, so diese Perspektive muss ich in diesem dritten Horizont einfach haben. Ich muss forschen, ich muss entwickeln und ich muss mit vielversprechenden neuen Chancen mich beschäftigen auf Umsatz und Ertrag, ohne jetzt zu wissen, ob es dann am Schluss wirklich reinkickt. Deshalb muss ich da auch idealerweise immer so ein paar Sachen parallel haben, weil ich ja nicht weiß, ob und was davon nachher wirklich zündet. Das heißt also, als Unternehmen muss ich, wohl oder übel, auch egal wie groß oder klein ich bin, schon schauen, dass ich auf diesen drei Ebenen aktiv bin, wenn ich denn wirklich ernsthaft daran arbeiten möchte, digital relevant zu bleiben. Also wenn ich nur sage, ja, wir haben jetzt einen Online-Shop und der funktioniert eigentlich auch ganz gut, dann ist es okay und es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun, aber es reicht halt, wird nicht reichen, um wirklich langfristig digital relevant zu bleiben. So zumindest meine Meinung und meine Erfahrung so aus der Selbstempirie der letzten 13 Jahre. Ich muss eben wohl oder übel das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich jetzt nur anfange, irgendwie rumzuforschen und mich mit Blockchain zu beschäftigen, aber trotzdem noch im Kerngeschäft irgendwie fröhlich Kataloge rausschicke und mir nochmal ein neues Faxgerät zugelegt habe, dann stimmt natürlich auch irgendwas nicht. Also es muss sozusagen ausgewogen auf allen drei Horizonten passieren. Aber es war jetzt ein schöner Ritt durch die Theorie und ich hoffe, dass die eine oder der andere hier im Publikum schon ein bisschen was mitnehmen konnte aus dem Modell und ganz viele Screenshots gemacht haben, wobei ich auch glaube, dass die Präsentation nachher tatsächlich zur Verfügung steht. Das können wir gerne im Nachgang nochmal klären. Ich stelle sie auf jeden Fall gerne zur Verfügung. So, grau ist alle Theorie und was zählt, ist natürlich auf dem Platz. Und da habe ich jetzt nochmal bevor ich zu meinem Fazit komme, ein paar Beispiele mitgebracht. Was gibt es denn eigentlich in der Praxis schon an Unternehmen auf diesen einzelnen Horizonten, wo man sagen kann, ja, das sind eigentlich Beispiele, wo man sieht, dass eben es diese drei Horizonte gibt. Ich habe jetzt mich dazu entschieden, nicht ein Unternehmen rauszunehmen, um das sozusagen mal durchzuexerzieren, weil es geht ja gar nicht darum zu sagen, hier, ich bin der Lennart und ich habe recht mit meinem Modell und das kann man ganz toll anpassen, weil da kann ich mir natürlich auch schon groß in die eigene Tasche lügen. Mir geht es viel mehr mal darum, ein paar Beispiele zu zeigen, die vielleicht hier als Inspiration dienen und für so eine interne Diskussion im Nachgang vielleicht in euren Unternehmen auch nochmal helfen. Also, ein Unternehmen, mit dem man das aber auch über alle drei Horizonte machen könnte, ist die Takt AG. Stuttgarter Unternehmen, gehört zum Haniel-Konzern hauptsächlich, über 1 Milliarde Umsatz in verschiedenen Tochterunternehmen, quasi eine Holding über verschiedene Händler, B2B-Händler hinweg. Zum Beispiel die Firma Kaiser & Kraft, auch ein Stuttgarter Unternehmen, die sind eben im Betriebseinrichtungsbereich unterwegs und die haben, und das machen die, glaube ich, bis heute noch, einen sehr großen Verteiler für gedruckte Kataloge und haben eben in den vergangenen 30, 40, 50, 60 Jahren ihrer Existenz einfach Kataloge verteilt. Die haben, habe ich mir mal sagen lassen, auch an Leute Kataloge geschickt oder an Adressenkataloge geschickt, von denen sie seit 30 Jahren keine Bestellungen mehr erhalten haben. Die haben natürlich jetzt auch eben als Händler, der auch gar keinen so richtigen Direktvertrieb und Außendienst wirklich hat, das haben die jetzt auch ein bisschen aufgebaut und ihr Vertrieb umgestellt, aber die haben natürlich, um ihr Kerngeschäft, den Verkauf von Betriebseinrichtungen digital zu verteidigen und zu erweitern, erstmal auch ordentlich in den Ausbau von E-Commerce-Aktivitäten investiert. Sieht man zum Beispiel, wenn man sich online anschaut, die haben ein großes Team im E-Commerce, die haben Leute für SEO, die haben Product Owner, die haben, glaube ich, schon ihre Shop-Plattform zweimal gelauncht in den letzten Jahren, um eben auch immer wieder neue Erkenntnisse da reinzunehmen. Also das wäre so ein klassisches Beispiel für den ersten Horizont und wie gesagt, das möchte ich gar nicht abtun, ein sehr guter Online-Shop ist sehr wichtig und das ist die Basis auch oft für alles andere, was man macht und da sammelt man natürlich erstmal im Kerngeschäft überhaupt Erfahrung mit Digitalisierung und was mit digitalen Möglichkeiten eigentlich alles so geht, aber es ist eben trotzdem nur die Basis. Ein weiteres Beispiel für die Basis ist mein alter Arbeitgeber, sind meine alten Freunde aus Künzelsau, die Wirt-Gruppe, die natürlich Marktführer ist in ihrem Segment im Verkauf von Schraubenbefestigungstechnik und alles, was eben so C-Teile in Industrie und Handwerk sind. Bis 2014, 2015, das war auch so die Zeit, wo ich dann von Wirt weggegangen bin,
hat der Außendienst eben den Vertrieb dominiert. Ja? Der war wirklich der Gatekeeper zum Kunden, aber zu dieser Zeit hat man dann bei Wirth angefangen, auch sich zu wandeln und hat eben angefangen, alle vorhandenen Touchpoints zu verknüpfen miteinander, um eben sagen den Umsatz bei bestehenden Kunden. Ich meine, Wirth ist in seiner Branche in Deutschland auch deshalb der Marktführer, weil wirklich jeder Handwerker den Wirth irgendwie kennt. Nicht jeder mag den, aber jeder kennt ihn auf jeden Fall. Wirth hat über 600.000 aktive Kunden in Deutschland. Da hat man zum Beispiel dann, um eben so die Touchpoint-Verknüpfung hinzukriegen, hat man sowas gemacht wie eine neue App für den Außendienst, wo zum Beispiel auch dann drin stand, was hat sich denn der Kunde in seinen Warenkorb im Onlineshop zuletzt gelegt und das vielleicht nicht bestellt. Ja, weil das ja auch so eine Multi-Channel-Verknüpfung von Informationen ist, vom einen Touchpoint an den anderen und natürlich der Verkäufer sich viel leichter tut, wenn er dann zum Kunde reingeht und nicht sagt, und was brauchst du heute, sondern zum Kunde reingeht und sagt, du Kalle, ich habe gesehen, du hast dir da den Akkubohrschrauber BS18A in den Warenkorb gelegt, soll ich dir den mal zeigen, ich habe den gerade dabei, machen wir mal einen Produkttest. Ja, ist natürlich viel höher die Chance, da dann zum Beispiel einen Abschluss zu erzielen. Aber auch das ist Horizont 1, ja, seine bestehenden Kanäle mal miteinander zu verbinden. Auch da kann man natürlich toll wachsen. Wirth ist die letzten Jahre, hat sozusagen alle Mitbewerber im Markt erstmal outperformed, bis auf so ein paar Online-Player, die natürlich schneller gewachsen sind. Trotzdem, sagen in absoluten Zahlen, dominiert Wirth da nach wie vor den Markt. Aber es gibt nicht nur Firmen mit 15 Milliarden Umsatz wie die Wirth-Gruppe, die sich das leisten können, sondern es gibt auch Firmen wie den Ludwig Meister, mittelständischer technischer Händler in Dachau bei München, Familienbetrieb in dritter Generation mittlerweile, von der Elli und dem Max Meister geführt. Und die haben mit ihrer eigenen IT, das besteht aus 7 Leuten, ein CRM-System entwickelt, das eben auch Daten aus dem Einkauf nutzt, um eben direkt dem Kunden eine Information zu geben, wenn sich zum Beispiel die Wiederbeschaffungszeit eines Produktes erhöht. Also sprich, für irgendein Kugellager erhöht sich die Wiederbeschaffungszeit von 3 auf 14 Tage, dann kann sozusagen, dann schickt dieses CRM eine E-Mail raus an alle Kunden, die dieses Kugellager beziehen und sagen, hey, da hat sich gerade die Wiederbeschaffungszeit erhöht, dass du jetzt keine böse Überraschung erlebst, kauf doch jetzt lieber nochmal welche nach, wir haben noch so und so viele am Lager, dann ist sozusagen, dann bist du safe und musst nicht irgendwie, kommst nicht in die Bredouille, wenn du kurzfristig was wieder bestellen willst und wir es vielleicht nicht da haben und der Hersteller auch ein bisschen länger braucht, es nachzuliefern. Ja, also quasi Daten sozusagen vom einen Ende vom Einkauf zum anderen Ende zum Kunden zu nutzen und das eben selber zu entwickeln und selber zu bauen. Das ist jetzt hier so ein Mockup von diesem CRM, funktioniert eben auch mit 7 Leuten in der eigenen IT und einem Unternehmen, das irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz macht. Genau, so. Aber eben auch eine klassische Horizont 1 Alternative. Eine Horizont 2 Alternative wäre schon eher sowas wie Hahn und Kolb, auch ein Unternehmen, bei dem ich mal gearbeitet habe, getan hat, als es SVH24 gekauft hat. SVH24, Online-Händler, als der damals gekauft wurde, 2014 stark defizitär, Ende 2013, Anfang 2014. Also hat wirklich sagen den Euro-Umsatz für unter einem Euro verkauft. War in einer ziemlichen blöden Situation. Aber mittlerweile macht dieses Unternehmen, damals hat man, glaube ich, so 7-8 Millionen Euro Umsatz gemacht, 2014. Mittlerweile, letztes Jahr, hat das Unternehmen 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das hat Umsatz quasi verneunfacht vom damaligen Zeitpunkt. Also eine klassische Horizont 2-Initiative, starkes Wachstum darüber eben erzeugt und hat jetzt nicht quasi selber einen Online-Shop nochmal aufgebaut, sondern sich quasi einen dazugekauft und quasi die Infrastruktur, die man da hatte, mit der eigenen kombiniert und das einfach genutzt und sich eben so eine Firma zu kaufen, ja, sich so einen einzuverleihen als etabliertes Unternehmen, um darüber eben sozusagen schnell wachsendes neues Geschäft mit vielleicht neuen Kunden, die man selber gar nicht so bedienen würde, weil der Hahn und Kolb jetzt klassischerweise nicht an kleinere Handwerker verkauft hätte, eher so an größere Industriebetriebe, kann man sich da natürlich auch relativ gut und schnell mit andocken, wenn man natürlich die Investitionsbereitschaft hat. So ein weiteres Unternehmen, bei dem genau dieses Thema Horizont 1, Horizont 2 so ein bisschen verschwimmt, ist Conrad. Die haben ihren B2B-Marketplace gelauncht vor ein paar Jahren. Conrad war da schon ein paar Jahre in einer schlechten Situation, nämlich stagnierende Roherträge und beziehungsweise stagnierender Umsatz und rückgängige Roherträge, was eigentlich so der Worst Case für ein Unternehmen ist. Also wenn Sie sagen, mein Umsatz nicht mehr wächst, aber ich immer weniger verdiene, dann heißt es ja
irgendwann muss ich mal anfangen zu sparen. Und wenn ich dann mal in so einer Abwärtsspirale bin, dann wird es in der Regel sehr schwierig, ein Unternehmen nochmal umzukehren. Konrad ist meiner Meinung nach eines der besten Beispiele dafür, dass so eine Transformation gelingt. Ich habe sie jetzt aber trotzdem mal in den zweiten Horizont genommen, weil es schon, glaube ich, sehr stark wachsendes Kerngeschäft ist. Zumindest mal, was zum Beispiel das Sortimentswachstum angeht, mittlerweile knapp über 6 Millionen Produkte auf der Plattform. So ein weiteres Beispiel für diesen zweiten Horizont ist Vertikalisierung, wie zum Beispiel Swiss Krono, ein Schweizer Hersteller, einer der marktführenden Hersteller von Bodenbelägen in Europa getan hat. Die haben in Berlin ein Startup gegründet, Floorwell, wo man quasi online eben sich komplett quasi seinen Boden kaufen kann. Also ich kaufe nicht mehr nur den Bodenbelag und muss dann noch irgendeinen Bodenleger finden, der mir den reinlegt, sondern über Floorwell kaufe ich quasi den Boden. Die vermitteln mir quasi den entsprechenden Bodenleger dazu und dann wird das Material direkt quasi auf die Baustelle geliefert und der Bodenleger kommt dann und legt es rein. Ist quasi ein kompletter Online-Prozess. Also das wäre so ein Beispiel für Direktvertrieb oder vielleicht auch was man gesagt hat, das kann man aus dem Kerngeschäft, kann man da viele Elemente nehmen, die man hier quasi für ein neues Geschäftsmodell weiterentwickelt. Peri ist einen ganz ähnlichen Weg gegangen. Die haben quasi Hersteller für Gerüste und Schalungstechnik. Die haben quasi so aus der eigenen Organisation heraus ein Unternehmen gegründet, nämlich Cosuno. Ist quasi auch eine Plattform in der Baubranche, die aber quasi jetzt gar nicht irgendwie Schalungstechnik und Gerüste verkauft, sondern die den Zweck erfüllt, dass man darüber eben Nachunternehmer beauftragen kann. Also sprich ein großes Bauunternehmen, das dann irgendwie jetzt einen Elektriker braucht für seinen Rohbau, die können quasi über Peri dann diese Elektroarbeiten vergeben. Klassisches Neugeschäft auch für so ein Peri. Und dann kommen wir eben schon zu Horizont 3, weil dieses Peri-Beispiel ist auch so, das hätte man auch fast in Horizont 3 stecken können. Klassisches Beispiel in Horizont 3 wäre eben Venture Capital Fonds. Und da gibt es verschiedene Unternehmen, die das heute schon tun, die auch das nötige Kleingeld irgendwie haben. Heidelberg Zement, Cemex, Saint-Gobain aus dem Baustoffbereich oder eben Schenker zuletzt eben so als Logistik-Company, die das auch getan haben. Und da gibt es eben viele Beispiele von Corporates, die eben dann Corporate Venture Capital aufbauen, um dort eben sich quasi an Wagnissen von irgendwelchen jungen Gründern zu beteiligen. Nova bei Saint-Gobain zum Beispiel, die machen im Jahr, screenen die so 80 Startups und investieren, glaube ich, so in 10 oder in 20 davon. Also da ist schon auch ein gewisses Team dahinter und nicht nur eine Landingpage. Und zu guter Letzt, man muss ja nicht direkt in Startups investieren. Man kann ja auch mal einen Ansatz fahren, wie das Holcim tut, indem die eben mit Holcim Maker so eine Startup-Kooperation aufgebaut haben, zu der sie sich auch einen externen Partner reingeholt haben, um quasi global in verschiedenen Ländern für verschiedene Probleme eben Startups zu scouten innerhalb dieses Construction-Bereichs und angrenzender Bereiche, PropTech etc., um da eben dann zwischen der etablierten Organisation und eben neuen, jungen Unternehmen Kooperationen zu etablieren. Ne, auch dort kann man sagen, da entstehen vielleicht erstmal nur Kosten und kein Umsatz, aber dort entsteht natürlich auch eine extreme Lernkurve und das ist sozusagen Forschung in der Praxis und meiner Meinung nach sehr schlau gemacht von Holcim. Und das ist ja auch was, was ich selbst als mittelständisches Unternehmen da sozusagen etablieren kann, dass ich in irgendeiner Stabstelle zumindest mal mir eine Datenbank aufbaue mit, was sind denn relevante Startups in unserem Space und kennen wir die Gründer und haben wir mal mit denen gesprochen und können wir mit denen vielleicht mal irgendeine Kooperation starten, um zu verstehen, wie ticken die eigentlich und was können wir daraus lernen. Ja? Genau, so viel dazu. Also es gibt auf allen Horizonten mehr als 1.000, wahrscheinlich mehr als 10.000, wahrscheinlich mehr als 100.000 Ideen, um digital relevant zu bleiben, egal in welchem B2B-Marktsegment man sich befindet. Und am Schluss ist es die Alchemie, das Buch, aus dem ich das abgeleitet hatte, ursprünglich hieß ja mal The Alchemy of Growth, die Alchemie der digitalen Relevanz, die schlägt sich am Schluss, auch wenn es jetzt vielleicht alles für den einen oder die andere ein bisschen overwhelming war, weil es dann doch viel Input war und vielleicht auch eine komplexere Antwort, als man sich erhofft hatte. Aber im Endeffekt kann man das auf 3 Fragen runterbrechen, die man sich mal intern stellen müsste, die man sich auch erstmal stellen könnte, ohne dass man dazu vielleicht irgendwie einen
Berater bräuchte. Das sind natürlich aber auch Fragen, die man sich gerne mal in einer Stunde mit mir stellen kann, wenn man jetzt eben ein paar Fragen stellt und dann ausgelost wird. Wie stärken wir das Kerngeschäft digital? Welche neuen, schnell wachsenden Geschäftsmodelle können wir zusätzlich etablieren? Und welche Experimente machen wir, um Optionen für die Zukunft vorzubereiten? Wenn man das dann so wieder runterbricht, dann kann man schon sagen, dann wird es wieder relativ einfach und beherrschbar erstmal. Auf jeden Fall kann ich hier auch wieder nur Derek Sievers zitieren, der mal gesagt hat, oder ne, sozusagen mal ein Modell aufgebaut hat, eine geniale Idee mittelmäßig umsetzen ist immer schlechter als eine mittelmäßige Idee genial umsetzen. Oder um es nochmal ein bisschen mittelstandsfreundlicher runterzubrechen, meinen alten Kumpel Max Meister zu zitieren, fangt's an und diskutiert's nicht. In diesem Sinne war es das erstmal mit meinem Input. Jetzt atme ich mal kurz durch, gebe ab an Markus und freue mich dann auf die Fragen. Sau gut, Lennart. Ein Feuerwerk, da wird es jetzt schwer, dem zu folgen. Ich nutze dich mal weiter als Präsentator. Spring mal zwei Slides weiter. Dann kommen wir in den kurzen Werbeslot und können dann in die FAQ reinspringen. Ja, am Ende so ganz grob zusammengefasst geht es um digitale Relevanz. Was will ich als Händler, was will ich als Mittelsmann auch oder vielleicht auch als Hersteller und was wollen die anderen? Und die anderen sind hier Kunden, das können Lieferanten sein, können eure Partner sein, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Möhre besser wird. Ein Teil, der hilft, die Möhre besser zu machen, einmal klicken bitte. Kann ein Fact-Finder sein. Wer hätte es gedacht? Wir können helfen, die Suche zu verbessern, mit individuellen Preisen den Online-Shop zu befeuern, ein Tool drin, das Wiederbestellungen maximieren kann. Digitale Berater können etabliert werden. Jetzt vielleicht nicht Horizon 3 Tool-Stacks, aber zumindest, um im ersten Horizon das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und die Slicks auf das Auto zu packen und den Turbo einzubauen, da können wir entsprechend helfen. Einmal weiterklicken. Das müssen wir das nächste Mal noch smoother hinkriegen. Mit einer großen Fact-Finder-Suite können wir an der Stelle helfen, digitale Touchpoints anzureichern und zu optimieren. Und warum ist das wichtig? Dafür müssen wir kurz nochmal weiterhüpfen. Das ist nämlich am Ende auch B2B-Einkäufern wichtig, Features zu haben, wie eine gute Suche, dass die Kunden individuellen Preise in der digitalen Plattform drin sind, dass Themen wie Staffelpreise online abgebildet werden können, Rabattierungsmodelle, aber natürlich auch Individualisierung und Sonderangebote. Keiner möchte mehr Marketing mit der Gießkanne, sondern möchte individuelle Angebote, individuelle Vorschläge basierend auf der individuellen Kaufhistorie. Das ist ein extrem wichtiges Element. Und jetzt kannst du mit einem kleinen Delay zwei Folien voranspringen, weil über die Nummern oder Zahlen brauchen wir nicht zu reden. Jetzt wird es spannend, in die Fragen von euch einzusteigen. Und jetzt bin ich kurz abgelenkt. Da haben wir es. Super Vortrag. Das ist nicht nur eine Frage, sondern auch ein Lob. Vielen Dank. Eine Frage, wie können wir die Fachhändler überzeugen, in das Direktgeschäft B2C einzusteigen? Intern gibt es hier große Bedenken, die Fachhändler entsprechend zu verärgern. Hersteller zu sein. Ja, also ich glaube, das ist sicherlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich und individuell. Aber ich glaube, also um die Frage ganz klar zu beantworten, man würde es nicht schaffen, ohne die Fachhändler zu verärgern. Und man muss sich eher fragen. Also man muss sich natürlich eine gute Argumentation überlegen und wenn man die selber nicht hinkriegt, dann muss man sich vielleicht mal einfach Gedanken machen, ob man da mal einen PR-Berater engagiert, der einmal erklärt, wie man sagen, schlechte Nachrichten gut überbringt. Aber im Zweifel ist es halt, also ich kann mich als Hersteller oder als Marke nur aus diesem Würgegriff der Fachhändler befreien, indem ich einfach mal einen Schritt mache. Ja? Also das ist, keine Ahnung, wenn ich in einer toxischen Beziehung bin mit einem Narzissten oder einer Narzisstin, dann bringt es auch nichts, der immer gut zuzureden, weil ich werde immer wieder am gleichen Punkt landen und Verständnis setzt da halt nicht ein und deshalb muss ich es, glaube ich, einfach tun. Also ich habe die letzten Jahre ja immer wieder diese Frage gestellt bekommen, man muss es einfach machen, vielleicht ruft man mal bei Swisscrono an und fragt die, was die sich da gedacht haben.
Ich glaube, es gibt auch gute Beispiele, so wie jetzt bei Stiel oder bei Kercher, wo man sich schon nochmal anschauen kann, wie gehen die das an? Ich glaube, das sind zum Teil sehr defensive Ansätze, wie das heute angegangen wird. Aber das, also das kann man eigentlich nur aus innen heraus beantworten. Und da geht es halt darum, ob man mutig genug ist und ob man wirklich glaubt, dass wenn man jetzt in den Direktvertrieb geht, dass einen alle auslisten und man dann sein Kerngeschäft verliert. Aber das mag ich jetzt sozusagen so generisch gar nicht zu beantworten. Aber ohne eine mutige Entscheidung zu treffen, wird man diese Frage die nächsten 75.972 Jahre nicht beantworten können. Mutige Entscheidung, das ist der wichtige Punkt dabei. Andere Frage, die spielt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei Ludwig Meister, weißt du, warum die sich entschieden haben, selbst ein CRM zu entwickeln? Also ich weiß, dass die einfach, bevor sie sich dazu entschieden haben, diese Dinge selber in die Hand zu nehmen, schlechte Erfahrungen mit externen Projekten gemacht haben. Und ich glaube auch, dass einfach die Kultur in dem Unternehmen so ist und dass sozusagen der Max, der da quasi der CEO ist und gerade so diese Themen treibt, dass der auch einfach mit seinem Team gut kann und die sich das, glaube ich, einfach intern überlegt haben und gesagt haben, unsere Anforderungen, die wir umsetzen wollen, die sehen wir erstmal ziemlich individuell an, aber die sehen wir auch vielleicht erstmal so an, dass wir das selber bauen können. Und ich glaube, das war eher so eine pragmatische Mittelstandsentscheidung. Da hat man, so wie ich den Max kenne, hat er jetzt nicht vorher ein McKinsey-Projekt gemacht, um dann eine Make-or-Buy-Entscheidung zu treffen, sondern ich glaube, die haben sich das einfach angeschaut, sich in die Augen geschaut und gesagt, lass uns das tun. Und das halt unter dem Einfluss, dass man mal so ein externes Projekt gemacht hat, wo man gemerkt hat, so richtig geil fanden wir das jetzt alle nicht. Und das nächste machen wir anders und das nächste war dann halt dieses Ding. Genau, da kann man sicherlich noch fundierter zu einer Entscheidung kommen. Aber ich glaube, auch da ist das Wichtigste, dass man halt mal seine Anforderungen kennt. Weil wenn man seine Anforderungen kennt, dann kann man auch relativ schnell wenn man dann noch eine entsprechende IT hat und einen entsprechenden Draht miteinander hat, kann man auch relativ schnell erstmal sagen, schaffen wir das erstmal selber, da was umzusetzen oder halt nicht. Und in dem Fall haben sie es einfach selber geschafft. Und genau, ist jetzt nicht der Königsweg wahrscheinlich für andere, aber die Motivation kann ich verstehen, die finde ich auch gut. Mit Blick auf das Horizon-Modell wäre es ja, wären wir auf der dritten Ebene, wenn sie jetzt anfangen würden, das CRM zu vermarkten, oder? Ja, das wäre wahrscheinlich eher die zweite Ebene, weil wenn du jetzt anfängst, dein CRM zu vermarkten, also du weißt, also ne, sozusagen, du brauchst ja jetzt keinen Proof mehr, dass irgendwie CRM-Software sich verkaufen lässt im Markt. Da gibt es ja schon genügend Proof Points. Stimmt. Das wäre tatsächlich, wenn die jetzt anfangen würden, SaaS-Business zu machen und ihr CRM an andere technische Händler zu verkaufen, was sie wahrscheinlich nicht machen würden, weil es ja sagen dann ihre Competitive Advantage reduziert, dann wäre das eher so ein Horizon 2-Geschäftsmodell, weil da musst du nicht mehr viel erforschen, weil du hast die Software, du weißt, die funktioniert, du weißt, dass andere Leute das gleiche Problem haben wie du, jetzt musst du den halt noch verkaufen und zwar möglichst schnell, möglichst viel und das wäre eher so Horizon 2. Arbeitest du bei BEX aktiv auf allen drei Horizonten? Wir arbeiten vor allem eher in diesem zweiten Horizont, weil wir sozusagen ein schnell wachsendes neues Geschäft per se sind und noch nicht so viel Kerngeschäft haben. Wir arbeiten aber sagen also mit einem Fokus auf diesem zweiten Horizont, weil der für uns eben der relevanteste ist, weil also unser Unternehmen wird es ja in einem Zyklus von 2 Jahren, also von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, immer nur geben, wenn wir eben so ein paar Hypothesen beweisen. Und das ist sozusagen, wir finden uns sehr stark in diesem Horizon 2 wieder. Aber natürlich haben wir jetzt wir haben jetzt 400 Kunden mittlerweile nach 2 Jahren. Natürlich wird da dieser erste Horizont, dieses Kerngeschäft auch immer relevanter. Was wir da zum Beispiel tun, ist, dass wir jetzt anfangen, Key Account Management einzuführen bei uns. Und was wir in diesem dritten Horizont tun, ist zum Beispiel, dass wir mit verschiedenen Plugins in unserer Staging-Umgebung rumexperimentieren, um zum Beispiel Transporte zu optimieren. Ja, also wir arbeiten schon auf allen Horizonten, aber genau, bei uns ist es auch eher so, dass quasi dieser zweite eher so im Vordergrund steht. Cool. Wie seht ihr die Chancen für Social Commerce im Bereich B2B? Puh. Ja, ich finde, also was ich eine total gute Idee finde, wenn man Leute auf LinkedIn anschreibt und denen irgendeinen Scheiß verkauft auf Basis irgendeiner erfundenen Gemeinsamkeit. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, auch da ist es wieder von Industrie zu Industrie unterschiedlich. Ich glaube, wenn du heute ein Elektrowerkzeughersteller bist, der seinen B2B-Kunden als seine Zielgruppe hat,
dann bist du eigentlich mit dem Klemmbeutel gepudert, wenn du nicht schon lange irgendwie versuchst, Social Commerce zu machen. Genauso, wenn du irgendwie Software verkaufst und nicht irgendwie mit einer vernünftigen, relevanten Content-Strategie auf LinkedIn oder so unterwegs bist, dann bist du, glaube ich, auch, ich sage das immer so despektierlich, dann hast du, glaube ich, eine sehr gute andere Alternative gefunden, weil sonst würde mir kein Grund einfallen, warum du das nicht tust. Von daher glaube ich, also Social Commerce als sozusagen so weiterer Kanal wird, glaube ich, super, super relevant. Ja? Und halt, ich kann ja quasi über so soziale Medien auch ganz andere Attributionsmodelle fahren, wie ich das irgendwie anders kann. Und kann diese Daten, die ich da generiere, ja auch wieder in anderen, also wenn ich ein CRM habe, kann ich diese Datenpunkte ja auch wieder anders nutzen. Von daher hat Social Commerce auf jeden Fall eine Relevanz. Die Frage ist halt, also ob ich jetzt quasi Atomkraftwerke mit einem Kaufbutton bei Instagram verkaufe, weiß ich nicht. Oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, groß in TikTok-Commerce einsteigen muss. Aber ich glaube, da präsent zu sein, wenn da meine Zielgruppe präsent ist, halte ich schon für einen sehr schlauen Ansatz auf jeden Fall, ja. Ich würde mir einen TikTok-Kanal von Hilti wünschen. Da ist viel Musik drin. Da ist auf jeden Fall viel Musik drin, ja. Noch eine Frage zu dir. Was waren die größten Herausforderungen für dich nach der Gründung von BEX? Was waren die größten Herausforderungen nach der Gründung von BEX? Die größte Herausforderung in den ersten zwölf Monaten, würde ich sagen, waren diese ganzen Amplituden auszuhalten, die man dadurch lebt, weil du halt als Gründer, so habe ich das festgestellt, sagen, du kannst an einem Tag zwei Erlebnisse haben, wo du dich fühlst wie der König und himmelhoch jauchzend und zwei Erlebnisse, wo du denkst, du bist der größte Schmock und die Idee, die du ja hast, ist der größte Scheiß und deine Umsetzung ist auch eine Katastrophe. Und das war so eine große Herausforderung, mit diesen Gefühlsschwankungen und diesen Erlebnisschwankungen umzugehen. Das hat sich jetzt aber mittlerweile, sind diese Amplituden haben sich jetzt, je länger es uns gibt, immer stärker ausnivelliert, aber das war am Anfang eine der, oder glaube ich, die größte Herausforderung, weil ich, wenn ich die Frage im Nachhinein beantworten muss, ich hätte sicherlich irgendwann mal gesagt, die größte Herausforderung ist mal, die ersten 10 Kunden zu bekommen, und als ich die ersten 10 Kunden hatte, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, die größte Herausforderung ist, die ersten 100 Kunden zu bekommen. Im Nachhinein sehe ich das gar nicht so als so große Herausforderung, aber dann ist man ja eh so ein bisschen, ne, also sagen, voreingenommen durch das Erlebte. Aber diese Amplituden und damit irgendwie klarzukommen, dass man halt eben nicht mehr in irgendeinem Konzern arbeitet oder irgendwie Berater ist, der irgendwie Tagessätze abrechnet, sondern dass man halt einzig und allein nur deshalb irgendwie eine Existenzberechtigung in seinem Wirtschaftszweig hat, weil man irgendwann mal eine Idee hatte, die man jetzt die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre sehr, 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 sehr gut umsetzen muss. Und alles, was daraus eben an Siegen und Niederlagen entsteht, das war schon, und das ist auch heute zum Teil noch so, ja, dass das die größte Herausforderung ist. Aber das liegt eher so im quasi im persönlichen Bereich. Im geschäftlichen Bereich kann ich gar nicht sagen. Also klar, so eine Finanzierungsrunde ist auch immer eine Herausforderung, ja. Und es ist immer angespannt, bis man mal irgendwie ein paar Leute hat, die sagen, ja, wir würden euch irgendwie Geld geben und auch ungefähr zu den Konditionen, die ihr aufruft. Das ist dann auch nochmal eine Herausforderung, aber ja, unterm Strich, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann war das Erstgenannte. Cool. Mit Blick auf die Zeit, wir haben leicht überzogen. Lennart, vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für die Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Danke für die tollen Fragen, danke auch nochmal Markus und an das gesamte FactFinder-Team, dass ich dabei sein durfte. Zwei Sachen, die ich gern zum Schluss noch machen würde, ist einmal, Markus, ich würde gern dich fragen, wie wir das denn mit der Auslosung machen. Also ich sehe jetzt hier die Fragen nicht, hast du irgendwie die Fragenden und so, hast du die, könnt ihr die alle sammeln an eurem Ende? Ja, bestimmt, ne? Genau, das können wir bei uns sammeln, wir haben die Fragen, wir haben die Teilnehmer und über die Registrierung müssten wir das auch mit der E-Mail-Adresse zusammenbekommen und dann machen wir einen Lostopf und schütteln den kräftig. Sehr gut. Das freut mich dann, über das Ergebnis auch eine Info zu bekommen. Und ja, freue mich schon drauf über die Gewinner. Wie gesagt, danke für die Fragen. Und zu guter Letzt, FactFinder und Warenausgang gibt es nochmal im Doppelpack, nämlich am 9. und am 10.11.
Bei der B2B Digital Masters Convention, so viel Werbung sei noch erlaubt, da kann man sich gratis registrieren. Ja, wir haben schon mittlerweile über 500 Teilnehmer, glaube ich, die sich registriert haben. Event geht immer so von 9.30 Uhr bis 15 Uhr, ist quasi ein rein digitaler Event. 100% Praxisbezug mit verschiedenen Vorträgen, wie zum Beispiel von Wirt oder von Stiel, aber auch mit Masterclasses, wie zum Beispiel von Spryker oder eben natürlich auch von FactFinder. Also unter B2B-DMC, wer das noch nicht getan hat, sich unbedingt registrieren. Selbst wenn man keine Zeit hat, teilzunehmen, kann man dann nämlich die Videos sich im Nachgang anschauen. Und also wer da nicht dabei ist, da weiß ich dann auch nicht mehr. Von daher vielen Dank. Danke, dass alle dabei geblieben sind bis zum Schluss. Und Markus, das letzte Wort, würde ich sagen, gebührt aber dir. Ich würde es halten wie mit einem Zitat von Ludwig Meister. Fangt's an und diskutiert's nicht.